So, willkommen zurück bei Let's Play Schwarz. Gehen wir mal in Richtung der Elektrolythöhle. Und ja, ihr merkt, ich habe die Musik, also läuft ein bisschen flüssiger. Aber nur ein bisschen. Hallo Kevin! Nein, Bell, geh weg! Ich will nichts von dir. Du, erzähl doch mal, warst du in der Arena, kann das sein? Wow, du hast ja in den Arena-Orden von Maria City. Wahnsinn, das ist echt klasse. Aber halt, ich darf nicht immer nur tatenlos deine Erfolge bestaunen. Ich bin schließlich selbst ein Trainer. Los, es ist Zeit für einen Kampf. Dachte ich mir. Nach jedem Orden wollen sie gegen mich kämpfen. Und verlieren. Naja, gut, wenn sie wollen. Also ich hätte schon beim dritten Mal aufgegeben, wenn ich gegen einen Trainer dauernd verlieren würde. Okay, Terry Bark. Level 26, das ist doch kein Gegner für unsere 30er. Oder 32er, was soll's. Und nun gut, dann switch ich eben wieder. Moment, ich muss den Emulator ein bisschen zurück. Okay. Was nehmen wir denn? Ich glaube, ich nehme Son Goku wieder. Hat zwar ein hohes Level schon, aber was soll's. Ich habe kein anderes Mittel gegen dieses Terry Bark, außer eine Kampfattacke. Und man hört mich jetzt übrigens besser. Ich habe jetzt mein Mikrofon wieder an meinen Pulli ran getackert oder was auch immer. Also nicht so rangetackert mit so einem Tacker, ne? Sondern mit, da gibt es so ein spezielles Hilfsmittel dafür. Ja. Okay, und jetzt hört man mich auch besser. So, zum Niveau, da müssen wir wechseln. Ich glaube, ich nehme Affe. Kann Affe schon Knirscher? Nee, ne? Sonst hätten wir es ja entwickelt. Ups, jetzt wechsle ich darum. Kann Biss, ja gut, dann nehme ich Affe. Ich will übrigens den Spitznamen verändern. Das kann man in der nächsten Stadt, soweit ich weiß, erst. Was haben wir denn da? Somnivora. Biss. Unlicht gegen Psycho, sehr effektiv. Buh, zieht aber erbärmlich wenig ab. Na gut, Somnivora hat ja auch sehr viel KP und einen hohen Spezialverteidigung. Ja, wobei Spezialverteidigung ist es ja nicht, ne? Sag mal eben nur sehr viele KP. Boah, zum Glück hat Hypnose nicht getroffen. Das wäre ziemlich bitter gewesen. So, tschüss. Es gibt eine Menge KP. LP. Ich glaube, das müssen Level abgeben. Jawohl, tut's. Level 33. Grillmark. Nun gut. Das könnte das letzte Mal sein, dass wir, dass sie einen Grillmark hat, weil sie es dann bald entwickeln wird, genau wie wir unseres bald entwickeln werden. Siedewasser. Das müsste ihn killen, ne? Also ja, ich finde, ich könnte keinen Grund wissen, warum es überleben würde. Zwotorin, das ist ihr Starter. Dann nehme ich Zebritz. Ich hätte auch eben Evosap nehmen können, das wäre ein Starterkampf gewesen, aber egal. Zebritz hat das Level 30. Hallöchen? Na? Das schockiert dich wohl jetzt ein bisschen, dass ich Schockwelle kann, oder? So, und down. Aquawelle. Ja gut, das ist eine Wasserattacke, die verwirren kann, das stimmt. ich gebe es nur ungern zu, aber es sieht nicht gut für mich aus. Also sagt Bell, nicht ich, ne? Und gut, wenn ihr Tag jetzt trifft, haben wir gewonnen. Also warum? Hypertrank, das hätte ich mir wissen müssen. Müssen immer gleich Hypertränke einsetzen. Ist doch boring. Aua! Don't hurt me! Don't hurt me! No more! Schockwelle! Jetzt aber Volltreffer bitte! Ja, er kam auf wie gerufen. Ich fasse es nicht, ich habe tatsächlich verloren. Ja, das hast du. Zum over 1000. Mal. Unser letzter Kampf liegt schon einige Zeit zurück, Kevin. Du bist ja echt unglaublich stark geworden. Von mir kann man das weniger behaupten. Ich weiß nicht, wie ich es sagen soll. Aber ich habe das Gefühl, dass du genau verstehst, was in deinem Pokémon vor sich geht. Weißt du was, Kevin? Ich gebe dir eine meiner VM ab. Ah, cool, danke. Fliegen. Die hat mir mein Papa in Rayono City gegeben, damit ich jederzeit zurück nach Hause kann, wenn mich das Heimweh packt. Davon gehe ich zumindest aus. Hm, aber dann sollte ich Sharon wohl besser
auch eine abtreten, nicht wahr? Also gut, Kevin, man sieht sich. Nee, gib Charin keine, sonst setzt er sie wieder gegen mich ein, dieser Item-Narr. Nun gut, welches Pokémon kann denn fliegen? Jetzt muss man die Items wieder sortieren. Ich mach das mal schnell, so viel Zeit muss sein. So. Ordnung ist das halbe Leben. Klingt komisch, ist aber so. Lol. Den ersten Buchstaben, den wir haben, ist eh. Also jetzt werden alle alphabetisch sortiert. Achso, ja, Fliegen ist ja eine VM, ne? Ist ja kein Item, sondern eine VM. Gut, Fliegen ist hier. In Runde 1 fliegt der Angreifer empor und attackiert in Runde 2. Man kann damit zu jedem bekannten Ort fliegen. Genauigkeit 95. Nun gut, die kennen wir ja aus der gelben Edition. Ich habe sie mal das taube Nüsschen beigebracht. Und wir gehen jetzt mal weiter in Route 6, glaube ich. Oder da geht's hoch, ich schau mal, was das ist. Vielleicht ein verstecktes Item. Ich hole mir das Item-Radar raus. Item-Radar, wo ist das? Hier. Ja, da ist ein Item. Ich sehe es jetzt schon. Nämlich genau hier versteckt. Ein Hyperball. Run, Bitch! Run! Okay, was steht auf dem Schild? Route 6. Nun gut, hier ist ein Fluss. Und hier ist ein wildes Pokémon. Navitaub. Das ist die Entwicklung von unserem tauben Nüsschen, also von Dusselgur. Hatte wir 25. Wir könnten hier gut trainieren, aber ein Training ist für unsere Pokémon nicht mehr nötig. Wieder Wasser. Und noch einmal, und das müsste für ihn gewesen sein. Und tschüss. Okay. Ups. Ach, ich habe das Item mal da wieder geschlossen. Ach, dann pfeife ich einfach mal auf die Items. Unser Zebritz an erster Stelle. Zebritz hat das niedrigste Level unseres Teams, nämlich nur Level 30. So, hier ist ein Forscher. Du bist wirklich faszinierend. Unterstützt du mich bei einem Experiment? Kommt drauf an, was für ein Experiment. Wenn es nicht um verrückte Wissenschaft geht, dann ja. So, was hast du denn? Seso-Kids. Ach ja, genau. Dieses Wesen, das passt sich immer, der verändert sich immer seine Form je nach Jahreszeit. Also wir haben jetzt im Spiel Sommer. Daher ist es jetzt knallgrün. Wäre es Herbst, wird es, glaube ich, braun. Und ist Winter, dann wird es, glaube ich, weiß. Und im Frühling wird es wieder ein bisschen grünlicher. Aber ich kenne es nur flüchtig, das Pokémon. Aber ich weiß, dass es vom Typ her normal Pflanze ist. Deswegen eine Feuerattacke. Zieht aber wenig ab. So, zwei Vierbeiner kämpfen jetzt gegeneinander. Und tschüss. Das müssen wir killen. Na, ganz knapp. Ja, wir können ja noch Ruckzuckhieb einsetzen. Finte. Ja, okay, jetzt müssen wir Ruckzuckhieb nicht mehr einsetzen. Er war schon schneller. Hä? Beulenhelm, ach so. Ja, okay, Zebritz Beulenhelm. Der haben wir ja einen Beulenhelm gegeben, stimmt. Nun gut. Ach komm, ein Blick nach rechts und schon taucht ein weiteres Navitaub auf. Und Telefon. Ich gehe jetzt aber nicht dran, weil ich gerade Let's Play. So, Schockwelle. Ach komm, ich verzögere. Diese Fahrt wird 5 Sekunden länger. Schockwelle. Müssen One-Hit-Kill sein. Okay. Ach,
Schon wieder eins, sie sind hier echt aggressiv hier und auf dieser Route. Ein Sesu-Kiss. Wir können ja versuchen, es zu fangen. Ja, ich glaube, ich fang's mal. Dann schwäche ich's mal sanft mit Schockwelle. Und dann noch eine Donnerwelle hinterher. Na gut, dann hätten wir gleich Nitro-Ladung einsetzen können. Naja, gut, Egelsamen, das ist jetzt nicht so schön. Schockwelle! Autsch, Bodycheck, das müssen killen, ja. Zebra zu Versager. Verlierst gegen einen Bambi. Genauso nenne ich es, ich nenne es Bambi. Vogel! Oh, ich nenne es Vogel, genau. Hyperball. Einmal, zweimal, dreimal und Gotcha! Sesu Kids, Jahreszeit. Normal Pflanze. Größe 60 cm. Ungefähr so groß wie zwei große Lineale. Gewicht 19,5 Kilogramm. Ach scheiße, jetzt habe ich die Beschreibung nicht vorgelesen. Ach egal. Ich nenne es Vogel. Für die, die Awesome Bambi kennen oder wie das auch heißt, werden verstehen, warum. Vogel. Okay. So, hier ist noch eine Trainerin. Bist du keine Trainerin? Pokémon mit trockener Haut lieben in Wasserattacken oder mit den Regen. Ich spreche hier natürlich von ihrer Fähigkeit Trockenheit. Okay, ein Item, das können wir uns aber noch nicht holen, weil wir dafür übers Wasser müssen. Spielen ein Pokémon. Was ist das? Laukaps. Ja, können wir auffangen. Aber wie ich es nennen soll, habe ich keine Ahnung. Ach, ich habe einen Namen, genau, jetzt. Okay, ich habe einen Namen, wir können es fangen. Ach, ich glaube, Doppelkick ist... Ja, okay, ist halt aus der Dauer eingesetzt. Auch noch ausgesetzt. Ja, gut, dann schmeiße ich mal einen Netzball. Das ist ja ein Käfer-Pokémon. Und Netzbälle sind gut gegen Käfer. Einmal, zweimal... Dreimal und Gotcha! Laukaps, Schnappbiss. Größe 50 cm. Gewicht 5,9 Kilogramm. Boah, wie schwer ist denn das? Ich würde sagen. So schwer wie schwer. Boah, was ist denn 5 Kilogramm oder 6 Kilogramm schwer? Eine Hantel mit 6 Kilogramm. Ein mysteriöses Pokémon, das sich entwickelt, wenn es zusammen mit Schnuthelm einen Stromschlag abbekommt. Ja, das muss man mit Schnuthelm tauschen, dann entwickeln sich beide. Also was Schnuthelm ist, werdet ihr im Verlauf des LPs so schon sehen. Ich gebe es den Spitznamen. Kennst du Ogli und die Kakerlaken? Ich hab's Didi genannt. Ne, für die, die es wissen, was Ogli und die Kakerlaken sind, die werden den Namen schon verstehen. Aber die ist ein bisschen untertrieben. Wir sind ein perfekt eingespieltes Team. Gleich wirst du erfahren, was es heißt, ein Ranger zu sein. Die, wenn ich ein Ranger sein will, dann spiele ich Pokémon Ranger. Hahaha. Emolga. Kennen wir aus der Arena in Rayuno City. Ha, ich kenne die Städtenamen schon richtig auswendig. Die erste ist Aventia, die zweite ist Garvina, dritte ist Orion City, vierte ist Septerna City, fünfte ist Stratos City, sechste ist Rayuno City, siebte ist... wie werden die Stadt, den Namen kenne ich nicht mehr so gut. Muss ich mir nur einprägen. Irgendwas mit E, glaube ich. E, nicht.
etwas, eine Stadt, wo ich nicht weiß, wo der Name ist. Ach, verdammt, ich habe ihn doch nach einem Part benannt. Wie heißt denn die Stadt? Der ich mir jetzt so dämlich an. Wie heißt der Part? Wie heißt der Part? Ich meine, wie heißt die Stadt? Ach, egal. So, tschüss. Sehr effektiv. Ich habe die Normalschwäche zu unserem Vorteil genommen. Merve. Jetzt habe ich einen... Ich kann so schnell nicht lesen. Tut mir leid. Hast du schon mal was von dieser Sorte Bären gehört? Amarena-Bären, natürlich. Halt Paralyse. Psst. Spitz mal eben die Ohren. Kannst du hören, wie die Pokémon und die Pflanzen leise ein- und ausatmen? Nö. Hier ist übrigens auch eine Höhle in der Nähe, an der man ein gutes Drachen-Pokémon fangen kann. Es regnet, die Erde wird nass. Die Pokémon kämpfen nur zum Spaß. Oh Gott, oh Gott. Eine Schirmdame. Schau, ja, ich glaube, die setzen eher Wasser-Pokémon ein. Die gab es auch in Pokémon Saphir. Warum setze ich dauernd Son Goku ein? Irgendwie setzt sich Son Goku ständig an Position 1. Evoserp. Ich will Evoserp jetzt endlich entwickeln. So Serpi Royal. Ich glaube, ich will Evoserp mal an erste Stelle setzen und gebe ihm den EP-Teiler. Falls er ihn noch nicht trägt. Pflanzsäulen. So. Und tschüss. Na, was kommt jetzt? Schallquap schon wieder. Ich glaube, der hat Schallquap mit Brana. Ne, das ist so eine Teamkombination von Trainern. Gut, dann setze ich meine andere Pflanzenattacke ein. Als Abwechslung Rakenhieb. Jede Pflanzenattacke von Evo, der will diese Schallquap zur Hölle schicken. Und natürlich kommt jetzt... Was? Ich dachte, jetzt kommt mit Brana. Naja, gut. Schallquap! Grasmixer. So, jetzt haben wir jede Pflanzenattacke von Evoserp eingesetzt. Achievement geht's. wenn Steam wir. Setze mit einem Pflanzen-Pokémon 3 Pflanzenattacken in einem Kampf ein. Und in dem Fall 4, aber wir haben nur 3. Na gut, dann eben Slam. Spaß ist halber. Oh, geht daneben. Jetzt, ich will Slam einsetzen. Slam! Okay, Spaß ist vorbei, jetzt aber wieder ernst. Ne, Pflanzsäulen. Und tschüss. Ich wusste gar nicht, dass sie 4 Pokémon hat. Eine vernichtende Niederlage verlangt nach einer traurigen Melodie. Und hier ist noch ein Forsch und ein Item. Geh an ein Haus. Ach, ich wollte zuerst ins Haus, bevor wir kämpfen, okay? Ich werde dein Pokémon-Team erforschen. Mysteriöse Trainer, diese Forscher. Xavier Naidu, haha. Seh so, Kids. Dieses Pokémon taucht hier haufenweise auf. Und schon wieder ist der Goku dran. Naja, gut. Doppelkick. Durchbruch wäre besser gewesen, aber egal. Beide Attacken killen. Und tschüss. So, jetzt wird ich. Was? Achso, das war nur sein einziges. Okay. Dann gehen wir mal ins Haus und. Ja, hier ist ein Item. JFI. Jahreszeitenforschungsinstitut. Oh Gott. Oh Mann, 4 Forscher. Wollt ihr kämpfen? Wir erforschen hier den Einfluss der Jahreszeiten auf die Natur. In der Gegend findet man das Pokémon Sesokids, richtig? Es verändert je nach Jahreszeit sein Aussehen. Faszinierend, oder? Wir hoffen, etwas über die hochkomplexe Beziehung zwischen Pokémon-Wetter und Jahreszeiten zu erfahren, indem wir das Pokémon erforschen. Daher haben wir auch ein Klimasystem entwickelt, mit dem wir Temperatur, Luftfeuchtigkeit und noch viel mehr kontrollieren können. Sogar die Jahreszeiten können wir damit bestimmen. Soweit, so gut. Nur haben wir leider noch nicht die Zeit, ein Sesokids einzufangen. Meinst du, du könntest vielleicht ein Sesokids für uns einfangen?
Falls dir das möglich ist, bring es doch bitte hierher ins Institut. Wenn wir die Veränderung bei deinem Sesokids verifiziert haben, fangen wir uns selbst ein Sesokids dieser Jahreszeit. Na, soll ich mir mal dein Sesokids mal ansehen? Tut mir leid, ich hab's nicht dabei, aber wir haben ja eins. Gut, soll ich's mal holen? Ja, kann er mal schnell pausieren und das holen. Es gibt Pokémon, die je nach Jahreszeiten ihre Form verändern. Ob man in diesem Fall wohl auch von einer Art Entwicklung sprechen kann? Wir kontrollieren mit der Maschine dort Temperatur und Luftfeuchtigkeit. Nee, mit dieser hier, oder? Das Glas fühlt sich sehr kalt an. Die Pflanze dahinter hat bereits ihr Blätterkleid abgelegt. Nee, sie meint wahrscheinlich diese Maschine hier. Hey, Stuhl, geh weg! Ich kann mich nicht auf einen Stuhl setzen. Was ist das für eine behinderte Scheiße? Willkommen im Jahreszeiten-Forschungsinstitut. Hinter Maria City? Maria City ist die Stadt, ah, okay. Muss ich mir merken, Maria City, einspeichern ins Gehirn. Hinter Maria City liegt der Wendelberg, auf dem je nach Jahreszeit Schnee liegt. Okay. Nun gut, hier ist ein Item. Holen wir es uns erstmal. Ein Hypertrank. Das ist super phänomenal. Ja, ich wollte noch schnell einen Sesokids holen. Aber schalten wir noch die hier aus. Ich werde die Zusammenhänge, die deine Stärke zugrunde liegen. Nee, Streberstimme, nicht so eine mysteriöse Stimme. Ich werde die Zusammenhänge, die deiner Stärken zugrunde liegen, offenlegen. Was? Red Deutsch und nicht so Latein, physisch, extraminal, Dingsbums. Sisch. Na gut. Ja, habt ihr doch ein Sesokids. Du musst es nur ins Labor bringen. Zu deinen Kollegen. Und schon habt ihr eins. Also, die wollen mir meistens Reis machen. Die haben keinen Sesokids. Die wollen mich doch nur hinter das Licht führen. Damit ich schnell zurück nach Maria City latsche. Und tschüss. 34 für Affe. Lake. Eine gute Wasserattacke. Kann ich ja mal schnell erklären. Hat das Ziel, die Hälfte oder weniger seiner maximalen KP, trifft diese Attacke mit doppelter Kraft. Und Lake hat eine Stärke von 65, das heißt, hat Sodamak weniger als die Hälfte seiner KP, zieht Lake 100... Moment, was ist das Doppelte von 165? 130 KP ab. Ich vergesse mal Akrobatik, weil die Attacke ist eher nutzlos. So. Die Wasser möchte ich noch behalten, weil die können ja verbrennen und das ist vom Vorteil. Nun gut, dann fliege ich mal nach Maria City. Wir können es ja mal gemeinsam hinfliegen. Zurücklatschen werde ich aber dann offscreen. So, und hier, ach so, ihr seht es ja nicht, ne? Also unten ist jetzt die Karte angezeigt, ne? Also gut, dann pausiere ich schnell. Zack, fliegen! Dann hole ich schnell Sesokids und dann sehen wir uns vor dem Forschungsinstitut gleich wieder. Bis dann. Und hier bin ich wieder. Ich habe jetzt Sesokids dabei. Aber gehen wir mal rein. Und die Pokémon habe ich auch gleich geheilt. Na, soll ich mir den Sesokids mal ansehen? Ja. So, hier Vogel. Ein Sesokids in seiner Sommerform. Diese Farbe, dieser Glanz. Wie ein üppig wachsendes Gebüsch. Um ehrlich zu sein, es riecht auch ein wenig wie ein Gebüsch. Vielen, vielen Dank, ich schnappe mir jetzt auch einen Sesokids. Naja, und was ist mit meiner Belohnung? Belohnung! Alter Geizkragen! Bist du noch geiziger als Mr. Krabs aus SpongeBob? Bin den ganzen Weg umsonst zurückgelatscht. Wie geil. Elixier. Naja, aber ich wusste schon, dass wir nichts bekommen. Ich wollte nur den Dialog euch vorlesen. Ne, weil ich ja so nett bin. Genau. Und das ist jetzt ohne Gelabere jetzt, das meine ich ernst. Flucht. Ach ja, ich wollte den EP-Teil Zebritz geben, dann mache ich das einfach mal. Momentan trägt Affe den EP-Teiler, nehme ich an. Ja, genau. Item geben. EP-Teiler. Verdammt, hier muss ich wieder... Oben switchen, okay. Ja, tauschen gegen Beulenhelm. Dann verändere ich die Position von Evoserp und setze Evoserp an zweiter Stelle. Falls bei Doppelkämpfen es
ja, eingesetzt werden muss. Und hier ist wieder ein Laubkaps. Feuerattacke, Nitro-Ladung. Wo ich das Pokémon zum ersten Mal gesehen habe, dachte ich, es wäre ein Drachen-Pokémon. Keine Ahnung, sieht irgendwie blau, also diese Farbe ist irgendwie typisch für Drachen-Pokémon, diese dunkelblaue Farbe. Da habe ich mir echt gedacht, es wäre ein Drachen-Pokémon. So, Ruckzuck-Hieb. Und tschüss. Okay. Ah, gut, kein Pokémon aufgetaucht. So, wo sind wir hier jetzt? Ah, hier ist ein Item. Oh, hier sind sogar zwei Items. Hm, seltsam. Fake! Pumpignon. Nach einem Item sieht es aber nicht aus, oder? Nitro-Ladung. Oh nein, Geduld. Das sind wieder so Fake-Pokémon, kann man vergleichen wie die Voltobälle in Pokémon Gelb. Okay. Hier ist noch eine Schirmdame. Ist das wieder ein Tarnpignon oder ein Item? Ein Blattstein. Damit können wir ein spezielles Pflanzen-Pokémon entwickeln. Wie zum Beispiel ein Wikimak, aber wir haben ja keins. Ich plansche mit meinem Pokémon herum. Willst du nicht mitspielen? Nein, sonst werde ich nur ganz nass und so, ne? Also, ne, nein, danke. Was? Ron-Cheater? Con-Cheater? Wieder ein Japsen-Name, glaube ich. Gelatini! Princess! Silberitz! Nitro-Ladung. Ne, Feuer löscht, Eis löscht man mit Feuer. Das weiß jedes Kind, also tschüss. So, was kommt jetzt? Tepes braucht aber irgendwie ganz schön viel KP für ein Level Up. Anscheinend ist es so ein Pokémon, das das so viele KP hat. Er braucht bis Level 100. Also es gibt ja Pokémon, die immer unterschiedliche Anzahl von KPs brauchen. Zum Beispiel Gyarados braucht für Level 100 1.250.000. EP und dann gibt es noch so andere Pokémon, Käfer-Pokémon ist der häufige Fall. Die brauchen nur halb so viel EP bis Level 100, also zum Beispiel so 750.000 KP oder so. Und dann gibt es noch Pokémon, bei denen ist es neutral, die brauchen 1 Million EP bis Level 100. Und Quabbel kann Genesung, oh Gott. Also Quabbel ist vom Typ her Geist und Wasser, haben wir ja noch bis jetzt noch nicht gesehen. Kann man auch auf Route 1 finden, wenn man da surfen tut. Ja, genug von Quabbel erklärt, down. Sieht doch ziemlich komisch aus, das Pokémon. Aber die Weiterentwicklung sieht noch viel komischer aus. Für die, die Pokémon schwarz oder weiß kennen, die wissen es schon. Wie eigenartig die Entwicklung aussieht. Aber die werden wir, für die es noch nicht gesehen haben, auch noch sehen. So, Nitro-Ladung. Schutzschild. Verzögerer. Feigling. Pussy-Attacke. Was weiß ich. Kann man mit Eselsang vielleicht kombinieren oder Giftbrut oder Toxin. Aber ansonsten nutzlos. Na ja, gut, man kann Attacken wie Solarstrahl oder Fliegen damit auch abwehren. Okay, nicht ganz so nutzlos. Aber hier war es total nutzlos. Stampfe. Kann den Gegner zurückschrecken lassen. Ich erkläre mal den Effekt. Stampfer, physisch, Stärke 65, AP 22, Genauigkeit 100. Stampfen mit dem Fuß, das Ziel schreckt eventuell zurück. Ich glaube, ich vergesse Ruckzuck-Hieb. Ruckzuck-Hieb ist eh überflüssig, weil Zebritz eher ein schnelles Pokémon ist. Ja. Und hier ist noch ein wildes Pokémon. Ich will jetzt nur noch bis zur Elektrolythöhle spielen. Und dann beende ich den Part. Das war das Ziel für diesen Part, bis zur Elektrolythöhle. Und wir haben es ja schon fast. Nur diese wilden Pokémon stehen uns im Weg. Und ein Trainer nehme ich an noch. Oder 1, 2, 3, 4 Trainer. Oh, ich schätze 3 Trainer. Höchstens.
So, tschüss. So lange ist die Route auch nicht mehr. Ach komm, schon wieder ein Tampignon. Ich dachte jetzt echt, das wäre ein Item. Du machst mich ganz traurig, Tampignon. Sag ja ein Item oder stirb. Okay, du willst also die Sterbemethode. Bitteschön. Bam. Volltreffer. Ich wollte es fangen und nicht töten. Das war nur ein Bluff. Hallo? Entschuldigen Sie. Hallo, ich habe mich verlaufen. Können Sie mir helfen, anstatt dumm durch diese Pfütze darum zu latschen? Gleich siehst du, was für Bärenkräfte ich aus der Natur ziehe. Pokémon Ranger Rui. Pikachu! Eins meiner Lieblings-Pokémon. Okay, dann, ah komm, ich mag das Pokémon, ich hole jetzt nicht Karadonis raus, das wäre ein bisschen brutal. So, Stampfer! Ein Liebesstampfer, hahaha! ja. So, zack und down. Tschüss, Pikachu. Emolga. Ich mag dieses Pokémon irgendwie nicht. Es ist irgendwie so eine Mischung aus Pachirisu und Pikachu. Ja, nicht sehr. Ja, normale Stärke. Na gut, du kannst gerne so viel Doppelteam einsetzen, wie du magst. Schockwelle trifft eh immer. So, bitte Volltreffer. Schade, keiner, aber macht nichts. Okay, dann, tschüss. Okay. Oh, da hilft der Urschrei. Hier, vielleicht kann dein Pokémon-Team hieraus auch Bärenkräfte ziehen. Amrenabäre. Solange ich genügend Natur an mich habe, fühle ich mich topfit. Vielen Dank, Mutter Natur. Hier ist noch ein Trainer. Ach komm, diese wilden Pokémon hier. Also das ist echt die nervigste Route mit den meisten Gräsern, würde ich sagen. Stampfe. Ich will es fangen. Bitte kein Volltreffer. Zack. Gut, das schmeißt den Ball. Aber ich muss aufpassen, er hat Geduld eingesetzt. Flottball. Naja, funktioniert gut bei Beginn des Kampfes. Überhaupt nicht. Okay, jetzt muss ich es killen, weil ich nicht riskieren will, dass Zebritz jetzt down geht. Also dann, tschüss. Verdammt! Es war schneller, wie kann das sein? Okay. Vogel. Ein bisschen schwächen. Was ist kein Doppelkick? Okay. Merkwürdig. Ich weiß nicht, ob Finte es killen wird. Doppelkick wäre auch ein bisschen heftig. Aber auf Finte ist ja kein Step drauf und das könnte ja entscheidend sein. Ich probiere es mal mit Finte. Ja, sehr schön. Und jetzt nur noch ein Ball. Hyperball. Und? Einmal, zweimal, dreimal. Gotcha. So. Tampignon, Pilz, Pflanze, Gift, Größe 20 cm, so groß wie... wie groß ist denn das? Ja. Vielleicht eine Plastikflasche, so eine kleine. Gewicht 1 Kilogramm. So schwer wie eine Handel, ungefähr mit 1 Kilogramm. Fällt ein Trainer auf sein Äußeres herein, das komischerweise einem Pokéball ähnelt, besprüht er es ihm mit Giftsporen. Oh, da hat man aber Glück, dass es uns nicht angespritzt hat mit Gift. Okay, ich nenn's,
Na? Ich suche jetzt so ein E mit so einem Apostroph da oben. Egal, scheiß ich drauf. Pokefackel. Pokefake. Und hier ist wieder ein... Die Elektrolithöhle sieht auf den ersten Blick wie ein Labyrinth aus. Aber eigentlich gibt es nur einen Weg. Okay, dann geht's hier lang. Tipps für Trainer. Gegenstände in der Basis-Item-Tasche mit einem Kästchen davor kannst du auf dem Y-Knopf ablegen. Angelegte Items kannst du ganz bequem mit dem Y-Knopf aufrufen. Die Paronne, was die Panero-Höhle hier auf Route 6. Dort sollen sagenhaftes Pokémon leben, das einst alle Pokémon der einer Region vor den Flammen bewahrt hat. Falls du die Attacke Surfer hast, die dir erlaubt, über das Wasser zu gleiten, triffst du besagtes Kobalion womöglich. Ja, das ist ein legendäres Pokémon, das kann man hier in dieser Höhle fangen, was der gerade gequatscht hat. So, jetzt will ich schauen, ob ein Item ist in diesem Gras. Das wird dann wieder ein langer Part, kann ich mir vorstellen. Aber egal. So, jetzt lasse ich mal die Kämpfe. Item. Ich bin den ganzen Weg hier hinten herumgelatscht und da ist doch kein Item. Ja, hier ist gerade so eine Blase da, also so ein Blasending im Wasser erschienen. Das sind wieder solche speziellen Pokémon, wie so raschelndes Gras halt. Und es sind fast immer Barschufts, die da auftauchen. So, wo sind wir hier jetzt gelangt? Elektrolythöhle! Ich will aber zuerst noch in dieses Haus vorbeischauen. Ach, ich will jetzt eine Speed-Taste. Aber die gibt's in dem Emulator nicht. Mach Menu. Naja, egal. Egal, das ist ja Flucht. Tschüss. Es wird wieder so ein endloses, langes Zusammenrennen und darauf habe ich nun echt keine Lust. Dann weiß ich nicht, was ich tun soll, wenn ich rendere. Weil dann ist der PC hoch beansprucht, ja. Das ist das treffende Wort und da kann ich höchstens so Spiele spielen, aber die dann laggen, ne? Also wenn ich das Skyrim zum Beispiel zocken will, dann laggt das Ganze. Dein Pokémon-Team sieht schlapp aus. Du solltest ihm ein wenig Ruhe gönnen. Sonst wird die Reise zu anstrengend. Ach, danke, dass du die Pokémon heilst. Sehr freundlich. Hey du, das ist für dich. Oh danke, hier sind ja nur freundliche Menschen in diesem Haus. Wenn nur noch dieser alte Mensch da, wenn nur noch dieser alte Mann da noch freundlich zu uns wäre, dann wäre dieses Haus perfekt. Bald ist die richtige Jahreszeit, um zum Turm des Himmels auf Route 7 zu gehen. Ich will unbedingt die Glocke läuten. Das freut mein kleines Warmball. Okay, er gibt uns kein Item, aber er hat uns eine Info gegeben, dass hier ein Turm auf Route 7 ist. Und soll ich schon spoilern? Ja, ich komm, da fangen wir auch unser fünftes Team-Pokémon. Ein Feuer-Geist-Pokémon. Ich glaube, jetzt wissen die meisten schon, was das für ein Pokémon ist. Und wenn nicht, dann müsste es nicht so schlimm gespoilert sein. Elektrolythöhle. Eine elektrisierende Erfahrung. Gut, und im nächsten Part gehen wir in die Höhle hinein. Bis dann, Servus. Der Part war doch nicht so lang, wie ich dachte. Okay, dann Servus.